Hallo meine Mäuschen, schön, dass ihr wieder da seid. Und für alle Neuen, die meinen Kanal gefunden haben, wünsche ich natürlich auch ein herzliches Willkommen. Ich bin die Tanja. Heute erreichte mich die Pinkbox, die Pinkbox Merz. Die habe ich hier vor mir liegen, habe ich auch noch nicht aufgemacht. Ich sag mal, wir fangen einfach gemeinsam an und dann schauen wir gemeinsam rein. Und ich werde euch erzählen, was die Pinkbox genau ist. So, meine Lieben, hier ist die Pinkbox. Ich sag erstmal alle Eckdaten. Die Pinkbox ist eine Abo-Box und erscheint jeden Monat. Ihr könnt wählen, entweder ein flexibles Abo, dann zahlt ihr monatlich 15,95 €. Ihr könnt auch ein 6-Monats-Abo abschließen, dann zahlt ihr für die Box 13,95 € monatlich zahlbar. Und die 12 Monate könnt ihr natürlich auch abschließen, dann zahlt ihr 13,45 €. So, im Moment gibt es ein Angebot von der Pinkbox. Ich schau mal eben. Im Moment habt ihr 50% Rabatt, wenn ihr auch beim flexiblen Abo, wenn ihr ein flexibles Abo abschließt von 15,95 €, dann zahlt ihr nur den halben Preis für die Box, also 7,97 €. Bei ein 6-Monats-Abo, wenn ihr ein 6-Monats-Abo abschließt, bezahlt ihr für die erste Box 6,97 €. Und beim 12-Monats-Abo zahlt ihr 6,72 € das erste Mal. Und dann kommt jede Box dann jeweiliges, zahlt für die nächste Box natürlich entweder 15,95 €, 13,95 € oder 13,45 €. Kommt drauf an, welches Abo ihr abschließt. So, dazu, zu diesem Thema. Ich lasse euch gerne unten in Informationen, lasse ich die Adresse da, und wenn ich einen Code finde, dann werde ich das unten auch in der Infobox einfügen. So, meine Lieben, jetzt fangen wir aber an. Wie gesagt, die Box ist noch zu. Ich fange einfach mal an. Ich reiße die Box mal auf. Ich bin sehr gespannt diesen Monat. Die hat ja einen speziellen Design, so wie ich mitbekommen habe. Ja, die hat einen speziellen Design. Okay, das ist der erste Blade. Ich werde euch das mal zeigen. Karton. So ist der erste Blick. Diesmal liegt auch was daneben. Augen auf. Leider, ich muss mal gucken, hier ist ein Flyer. Augen auf. Leider hat er dieses Mal nicht alle Produkte in der Box, Box Platz. Deswegen versteckt sich ein weiteres Produkt im Versandkarton. Okay. Ja, das habe ich schon gesehen. Supi. So, holen wir erstmal alles raus. Das ist ziemlich schwer diesen Monat. So, holen wir mal alles raus. So, jo. Jetzt kommen wir erstmal Flyers entgegen. Das hatten wir, glaube ich, letztes Mal auch schon. Für Hunde oder sowas ähnliches. Auf jeden Fall kann man hier so ein Abo abschließen. Ist auf jeden Fall was für die Tiere. Taliscom. Ja, auf jeden Fall jetzt ein Monat gratis. Individuelles Futter für deinen Hund. Lecker, gesund und nur für ihn gemacht. Okay, da kann man das Futter zusammenstellen für den kleinen Lieben. Ja, und so einmal so. Hier ist auch ein Code. Ne? Ein Code hier unten. Wie gesagt, da bekommt ihr den ersten Monat gratis das Futter. Dann haben wir hier, was ist das? 5 Tipps aus der Reaktion. Liebevoll für dich zusammengestellt. Okay, ja, hier sind auch, hier ist so ein Häppchen. Hier findet man auch so Rabattcodes drin. Okay, ja, ich zeige euch das einmal hier für so Folien. Da hat man jetzt 30% billiger. Oder im Tier sowas. Ja, Gutschein, Amazon, glaube ich. Ich weiß nicht ganz genau. Dann hat man hier sowas für Handyhüllen. Dann für Weine. Und für Palmen und ja, das war's schon. Okay, interessiert mich ehrlich gesagt nicht. Ich ja, ich habe auch keinen Platz in meiner Wohnung, eine Palme hinzustellen, weil ich habe schon eine große Blume da stehen. Ist auch egal. Oh, auf jeden Fall haben wir diesmal
ein Heftchen dabei von Geo. Geo, ne? Ja, ist nicht schlecht. Ich gucke mal, von welches Datum das ist. September 2020, okay, schon ein bisschen älter. Wem interessiert, ne? Wer wanderfreundlich ist und in die Natur liebt, warum nicht? Ne? Ist nicht schlecht. Okay, zu dem Heftchen. So, dann kommen wir jetzt zu der Box. Kommen wir jetzt zu der Box. Die Box sieht so aus. Schaut mal. Ist sie nicht schön? Das ist die Box, der Boxendesign diesen Monat. Ja, das gefällt mir gut. Ihr wisst ja, meine Fremdsprache ist nicht, bin ich nicht so mächtig. Die Futur ist vermale. Ich lasse es lieber sein. Ich lade es nie, ich lade es nie. Egal, auf jeden Fall, ja, ist so das Design diesen Monat. So, und neben dem Karton hatte ich in dem Karton eine Bürste drinne. Schaut mal, von Ebelin. Vegane Pflegebürste. Ultimativer Glanz, optimale Pflege, 100% vegan. Ja, eine Bürste kann ich gut gebrauchen. Ich habe ja hier meine Prinzessinbürste. Die nehme ich ja sonst immer. Ne? Ja, die ist nicht schlecht. Die ist handlich. Komm, wir packen die mal aus. Okay, die hat so, bei dem anderen zeige ich euch sofort, wenn ich die ausgepackt habe. Okay. Die hat hier sind ja diese großen Läppchen, ne? Und dann haben die hier noch so kleine Bürstchen drin, hier so. So kleinere. Ja, wir probieren die direkt mal aus. Oh ja, die fühlt sich gut an. Die fühlt sich gut an. Ja. Die ist gut. Ja, das gefällt mir. Okay. Ja. Das ist nicht schlecht. Okay. Jetzt weiß ich natürlich den Preis nicht. Hier steht der Preis nicht drauf. Ich werde euch den Preis raussuchen. Und werde euch den Preis einblenden. Auf jeden Fall fühlt die sich echt gut an, die Bürste, muss ich echt sagen. Ja, die gefällt mir. So, das war das Bürstchen. Machen wir mal weiter. Mit dem Deckel auf, okay. Das ist der. Erstmal steht im Deckel an, du bist schön. Ne? Steht ja immer drin, du bist schön. So, und das ist der erste Blick. Erster Blick der Box. Ne? Ich mache jetzt mal das Schleifchen auf. Schleifchen auf. Schleifchen, Klebi, ich versuche mal vorsichtig, aber ja, nein, hat nicht. Okay, hier ist das Heftchen. Das Heftchen liegt drin. Gucken wir doch mal gleich, bevor ich das vergesse, wir lesen mal eben kurz das Vorwort, was hier drin steht. Hier steht: Hallo Pink Lady. Was die Zukunft bringt, kann keiner so genau sagen. Du möchtest trotzdem wissen, was wir in unsere Glaskugel sehen. Starke Frauen, die keine Angst davor haben, sich durchzusetzen und ihre Träume zu verwirklichen. Die sich trauen, etwas Neues zu schaffen, zu erschaffen, die zusammenhalten, füreinander einstehen und die Welt zu einem besseren Ort machen. Wir sind uns sicher. Mit dieser Pinkbox im Spezialdesign möchten wir dein Selbstbewusstsein stärken und dich ermutigen, deine Weiblichkeit zu unterstreichen. Wir wünschen dir viel Spaß beim Testen der Produkte. Ja, dann werden wir das doch gerne mal machen. Wir fangen einfach mal an und schauen, was in dieser tollen Box drin ist. Dann ist in der Box von Love ein Matt Lipstick. Zeige ich euch mal. Den werde ich aber jetzt nicht aufmachen, weil ich so einen schon hier liegen habe von der letzten Box, die ich mal. Ich werde euch das mal einblenden, wo ich das Unboxing von dieser Love-Box gemacht habe. Da war so ein gleicher drin. Den werde ich jetzt mal zulassen. Auf jeden Fall, was kostet der? Was kostet der? Was kostet der? Okay, kein Preis. 8,90 € kostet der Lipstick. Ne? Man konnte drei verschiedene Farben haben. Drei verschiedene in der Box. Und ich habe diesen, ja, den finde ich nicht schlecht. Mag ich ja solche Töne. So, machen wir weiter. Dann habe ich hier drin eine große Flasche. Oh, ein Shampoo. Darüber freue ich mich sehr. Shampoo, ich probiere gerne Shampoos aus. Wir haben hier ein Shampoo von Manu Hair.
Da hatte ich vor kurzem hatte ich da eine Maske, eine Haarmaske, aber in einer anderen Box. Die muss ich gestehen, die habe ich noch nicht ausprobiert. Auf jeden Fall ist das nicht schlecht. Shampoo kann man immer gebrauchen. Vegan auf jeden Fall, ne? Everyday Shampoo, Balance, Haar- und Kopfhaut für normales bis schnell fettiges Haar. Mit Bambuskohle, Pflanzenextrakten und Präbiotika, weiß wieder kein Mensch, was das sein soll. Okay, ich rieche mal dran. Okay. Ja. Es riecht sehr natürlich. Okay. Ich glaube, das ist ein bisschen schwarz, das Shampoo. Ich glaube, da sind Kohlestücke drin. Kann das sein, dass da Kohlestücke drin sind? Was ist das? Ja, da sind so Kohlestückchen drin, okay. Ja, ist nicht schlecht, ne? Schau mal, was das kostet. Ja. 5,99 € 300 Milligramm. Ja, das werde ich gerne testen, auf jeden Fall. Das werde ich testen. Auch für Locken geeignet, auf jeden Fall. Ja, soll auch Glanz spenden. Und das werde ich ausprobieren. Das landet auch gleich in meiner Dusche, obwohl ich da noch was anderes stehen habe. Aber das werde ich mal anfangen zu probieren. So, dann haben wir, okay, ein Gel, Aloe Vera Premium Gel von Ensborn. Ich hoffe, dass ich es das richtig ausgesprochen habe. Ja, ich muss mal gucken, für was das genau sein soll. Aloe Vera Premium Gel mit 90% reines Aloe Vera ist ein echter Allrounder. Er spendet intensiv Feuchtigkeit und ist leicht kühlend. Dadurch ist es besonders wohltuend bei gereizter Haut, beispielsweise nach dem Sonnenbad und Rasur. Okay, das Gel beruhigt die Haut spürbar und pflegt sie nachhaltig. Ideal für tägliche Tages- und Nachtpflege. Einfach auf die gewünschte Hautpartie auftragen und sanft einmassieren. Okay, ich kann mir das gut vorstellen, wenn jetzt die Sonne rauskommt und man hat so viel Sonne getankt am Tag, ne? Da ist die Haut ja sowieso ein bisschen gespannt, meine auf jeden Fall. Wenn man das nach dem Duschen drauf tut, ist das bestimmt eine Linderung für die Haut. Das finde ich nicht schlecht, das werde ich gerne ausprobieren. Wie gesagt, jetzt ist die Sonne ja noch nicht so stark. Oder wir warten auf die Sonne, sagen wir mal so. Auf jeden Fall werde ich das gerne ausprobieren. 100 Milligramm ist hier drin und kostet 5,49 €. Ja, das ist nicht schlecht. Ich werde mal dran riechen, wenn das offen ist. Ist das offen? Ja. Okay, ich mache das mal hier drauf. Also die Box finde ich echt bis jetzt super. Muss ich echt sagen. Oh ja. Oh ja, schön. Ja. Kann ich mir gut vorstellen. Ja. Das gefällt mir gut. Oh ja. So, dann haben wir hier drin. Darüber freue ich mich sehr. Wir haben von S. Oliver ein Deodorant. Aber das werde ich nicht unter meine Achsel sprühen. Das werde ich so auf meine Haut sprühen. Ja, das finde ich nicht schlecht. Ich hoffe, dass ihr es das sehen könnt. Ich gucke mal eben. S. Oliver so pur. Pur, pur. 75 Milligramm und kostet 11,75 €. Okay. Ich sprühe das mal. Okay. Ja, warum nicht, ne? Ja, für unter der Arme mag ich das nicht so, weil da nehme ich doch meinen Rexona Roller, da bleibe ich mir auch treu. Aber so auf der Haut zu sprühen, finde ich das nicht schlecht. Ja, das ist nicht schlecht. Das riecht blumig auf jeden Fall, ne? Ich guck mal eben. Die spritzige Zitrusnote ergänzt von grünen Efeu und fruchtigen Frischen von Apfel. Hinzu gesellen sich Blütenakzente eingebettet im sanften Kaschmirholz. Die weiche Basis mit warmem Amox. Heißt das Ambrox und holziger Noten vollendet die samtigen Duft. Doch, oh ja, wirklich, da braucht ihr echt nicht viel von.
Das ist echt toll. Doch? Doch, wenn ich so tagsüber riechen würde, wird das den ganzen Tag so. Okay, den ganzen Tag vielleicht nicht so, weil ich ein bisschen kopfschmerzlastig bin, aber. Doch, das ist toll. Muss ich echt sagen. Doch, für so zum Raufsprühen, eine reichliche Menge und das für 11,75 €. Das riecht echt stark, ja. Ne, das gefällt mir. Doch, die Box ist wirklich toll. Wir sind auch schon durch, meine Lieben. Ich werde euch das jetzt, wie gesagt, die einzelnen Preise habe ich euch bestimmt eingeblendet. Ich werde euch den Preis jetzt nochmal zusammenrechnen, was wir diesen Monat an Boxenwert hatten und was wir an Ersparnis hatten. Wie gesagt, wir hatten die tolle Haarbürste. Finde ich echt toll. Ist mal was anderes. Kann man auch gebrauchen. Ist ein Gebrauchsgegenstand. Finde ich ganz super, dass sowas drin ist. Ne? Das finde ich echt toll. Gebrauchsgegenstand. Ja, super. Ganz toll. Dann hatten wir den Love Lippenstift. Finde ich auch nicht schlecht. Ne? Wie gesagt, aber ich habe so viele. Ich habe den auch schon aufhören. Der landet mal irgendwann in einer Verlosung. Der landet weg. Der geht gleich in meiner Sammelbox rein. Dann haben wir das tolle, was wir auch definitiv auch bald gebrauchen werden. Ne? Die Aloe Vera, das Gel für die Haut zu beruhigen. Ganz super, finde ich toll. Ganz, nicht immer das gleiche, ist mal was anderes. Ja. Dann haben wir dann tollen Haarshampoo, können wir auch ganz super gebrauchen. Finde ich toll. Von Mai nur her. Ne? Ist ein veganes Produkt, finde ich total super. Ohne Silikone, Sulfat. Eine Sulfatside, innerstoffe tierischen Ursprungs, ist null, ne? Keine tierische Ursprungs drin, synthetische Färbemittel. Okay, das finde ich gut, auch super. Und dann haben wir diese tolle Deo, muss ich echt sagen, super. Wie gesagt, ich sprühe mir das nicht unter der Achseln, ich sprühe mir das auf meiner Haut oder Klamotten. Nee, ganz toll, finde ich super. Doch. Wir sind jetzt durch, aber wir hatten echt tolle Produkte. Ich bin sowas von begeistert, muss ich echt sagen. So eine tolle Box. Und alles Full-Size-Produkte. Toll. Und ich habe jetzt, was habe ich jetzt bezahlt? Weiß ich jetzt gar nicht. Ich habe ja dieses Jahresabo abgeschlossen. Aber echt toll. Wie gesagt, ne, ihr könnt die erste Box jetzt ergattern. Ihr könnt diese Box auch noch ergattern. Für 6 € paar gequetschte. Oder 7 € paar gequetschte. Wie auch immer. Auf jeden Fall lohnt sich das, ne? Ja, für das Geld, guck mal, da habt ihr schon die Bürste drin, ne? Wie gesagt, das war's jetzt. Ich rede mich schon wieder am Kopf und Kragen. So, meine Lieben, wenn euch das kleine Video gefallen hat, dann würde ich mir wünschen, wenn ihr mir ein Däumchen nach oben da lassen würdet. Und vergesst nicht, oder wenn ihr möchtet, könnt ihr mir gerne auch ein Abo da lassen. Und wenn ihr keine weiteren Videos verpassen möchtet, dann aktiviert das Glöckchen, damit ihr keine weiteren Videos verpasst. Ihr wisst ja, ihr bekommt automatisch dann eine Information auf euer Handy, dass ich ein Video online gestellt habe. So, meine Lieben, passt auf euch auf, achtet auf euch, achtet auf eure Mitmenschen. Wir sehen uns, eure Tanja. Ciao, ciao.